Und damit willkommen zurück zu Sons of the Forest. Zusammen mit Marina. Hi. Buggy. Moin. Und Tori. Hi. Es hat sich einiges geändert seit den letzten Spielen. Erstens, es kamen zwei Updates raus. Und zweitens, Buggy hat einen schönen Schnauzer bekommen. Und, ja. Und Marina ist, alt geworden. Ja. Oh, mein Rücken, ja, stimmt sogar. Oh. Sogar. So, Reisetruppe, ich wollte euch was zeigen. Jetzt oder später? Warte mal. Ole, Stämme und... Oh Gott, das wird jetzt kompliziert. Ole, Stämme und... Nee, warte. Nee, warte. Behälter füllen. Manchmal gibt es das nicht, das ist irgendwie voll verbuggt. Das war jetzt schon, verdammt. Ich sammel mal noch ein paar Federn ein hier, wenn welche drinne sind. Mal gucken. Ich glaube, da könnten wir eh mal einen zweiten und einen dritten bauen, oder? So, Also wunderschön. Also diese Anlage hier, ne? So, jetzt. So, Marina will Fremdenführerin sein. Genau, ich will Fremdenführerin sein. Ja, dann folgen wir dir. Genau. Ah, guck mal. Erstmal muss Virginia reinkommen und den Fisch uns hier geben. Oder einfach in der Luft lassen, auch okay. Dankeschön. Vogelhaus. Wo ist er hin? Irgendwie ist er weg. Ich komm sofort. Bau noch eben das Vogelhaus zu Ende. Alle mal bitte in Zweierreihen aufstellen. Ich will nicht. Oh, Strandparty. Okay, zwei Reiter. Kriege ich die erste Strafe wieder. So, zack. Geht doch nicht weg, es soll in Zweierreihe bleiben. Buggy, du musst einen Aufsatz Stimmt, schreiben Zweierreihe, dann. Ja. Ja. Oder Torte ausgeben. So. Buggy muss mit der leeren Händchen halten. Buggy muss mit der leeren Händchen halten. Also jetzt nur für den Kontext. Ich habe privat etwas gezockt. Ein kleines bisschen, aber ich habe nichts gesprochen. Schande, Schande. Und ich habe da was gefunden. Das wird richtig cool. Wenn jeder von uns eins kriegt, wird das richtig cool. Okay. Hast du herausgefunden, wo die Schaufel ist? Nee, das leider nicht. Oh. Die Schaufel gibt's auch im Spiel. Ja, ich habe überlegt, okay. Kann man nicht eigentlich diese Gräber einfach irgendwie wegsprengen oder so? Okay. Bisschen radikalere Methode. Ein bisschen ist gut. Ja, ein bisschen. Also ich denke mal, theoretisch müsste es gehen, aber das werden die im Spiel bestimmt so gebaut haben, dass das nicht geht, dass man dafür dieses Schlüssel-Item braucht. Ja, es gibt ja wohl nicht nur eine Schaufel hier, oder? Keine Ahnung. Oh, Boote. Ja, yeah, Boote. Ja, hier ist auch irgendwas drin. Zum Beispiel Wasser. Oh, Wasser. Wow, Wasser im Boot. Ja, genau. Total falsch. Ich kann keine Seile mehr mitnehmen. Ich auch nicht. Was? Ach, hier waren wir doch schon mal. Ich muss aber dieses Klebeband brauche ich, glaube ich, noch. Ja. Echt wenig hier. Klebeband, ja, habe ich auch nur noch einmal. Ach, es regnet, ja, besonders. Bisschen rare, auf jeden Fall. Es regnet aus dem Himmel heraus. Jedenfalls bei mir, ich habe keine Wolken drüber. Nee, es muss nicht immer direkt eine Wolke drüber sein, ne? Winde in der Luft. Ja. Hm. Wir sollen auch nicht, die nächste Wolke sollte auch nicht 5 Kilometer entfernt sein oder so. Die Sonne sieht etwas merkwürdig aus. Ja. Ich habe gedacht, das wäre wegen meinen Einstellungen so, aber die ist. Was für eine Sonne? Sieht wirklich ein bisschen komisch aus. Die Sonne ist bei mir hinter Wolken. Bei mir ist einfach nur ein Punkt. Also ein großer. Ja. Kreis eigentlich. Ne? Okay, bei mir ist es ziemlich bewölkt. Mal gerade gucken, wo ist das? Ach, das ist ein bisschen, ja. Wird ein schöner Strandspaziergang im Regen. Schon wieder. Gibt es eigentlich schon die Möglichkeit, sich ein Floß zu bauen? Nein, leider nicht. Ach, schade. Das habe ich noch zu Buggy vorher gesagt. Ich hätte es mir gewünscht. Das wäre eigentlich ganz schön. Der Spiel ist auch euer Gesetz. Bitte was? Ich wollte es nur so sagen, wie manche Leute es sagen, wenn irgendwas noch nicht vorhanden ist. Ich habe nichts verstanden. Das Spiel ist doch im Early Access. Achso. Boah, die Deko ist super. Unglaublich. Was denn hier los? Möglichst nicht zerstören. Muss das Atem sterben, oder? Achso, hops. Und schon kaputt.
Weil im ersten Teil war es zumindest so, wenn du die Dinger zerstört hast, hast du die Kannibalen aggressiver gemacht. Ja, stimmt, dann werden die saurer, ne? Ich glaube, die sind schon auf uns sauer. Da hinten kommt auch gerade einer. Ja, aber Husky das letzte Lager ausgelöscht hat, ja. Was? Ich war ich nicht. Ja, es gibt ein Lager mit einem Typen mit einer goldenen Maske. Und da waren wir auch, wir sind aber weggelaufen, meine ich. Ja, den haben wir nicht getötet. Aha. Und ich denke mal, mit der goldenen Maske könnte man irgendwie die Herrschaft über die Ureinwohner erlangen oder so. Also kann ich mir gut vorstellen. Ne, du sowieso. Hm, spannend. Ja. Das ist ja nicht Völkerverständigung. Das ist dann Völkerunterjochung, meinst du? Ja. Das ist so die nächste Stufe. Wenn die erste Stufe nicht klappt, dann wird hier unterworfen. Wir sind gleich da, keine Sorge. Okay. Sind wir schon da? Zwischen da. Kiddies. Oh, hi, ja? Euer Großvater hier, der. Eigentlich wollte ich sie essen, aber dann ging irgendwas schief. Nee, warte, Buggy muss vorher mal erstmal alles essen. Buggy ist hier die Vorkosterin. Hier? Ja, einmal abbiegen, Leute, einmal abbiegen, bitte. Okay. Kennt jemand lustige Wanderlieder? Das Wandern ist das Müll. Das Lust. Aber so lustig ist es gar nicht. Ja. Jetzt habe ich noch weniger Lust drauf, danke. Haben wir eigentlich schon herausgefunden, ob man verhungern kann? Ich glaube nicht, oder? Also bisher. Willst du es austesten? Da sind Spinnen unter dem Fels gewesen, krass. Also bisher versuche ich's. Aber was für fette Spinnen, krass. Guten Appetit. Nom nom. Nom nom, ja. Da, ja. Zumindest gibt's das hier im Multiplayer. Leiter. Was? Ja. Oh, wie geil. Ja, jeder hat einen einzelnen. Ja, das ist cool. Boah. Sogar mit Kompass. Oder was? Oder wer was traut sich zuerst zu fliegen? Ich hab schon versucht. Ein bisschen Anlauf. Buggy. Ich sehe nur Abstürze und Tote. Wo ist das Ding denn hin jetzt? Meinst du es weg? Es ist runtergeflogen, was habt ihr gemacht? Das meinst du, glaube ich, auch runtergeflogen, ja, oder? Ja! Nein! Wie hast du das gemacht? Einfach auf die Klippe zulaufen und dann. Aber wie steuert man denn? Oh, Hori ist auch abgeschmiert. Also mit S. Hori. Hori, bleib mal da stehen. Bleib mal da stehen, du musst uns wiederbeleben. Ach du liebe Güte. Autsch. Ah ja, du siehst nur leicht verletzt aus. Siehst nur super leicht verletzt aus. Okay. Einer wieder belebt. Buggy hat's geschafft? Ja. Absolute Pro-Gamerin. Das kennt sie von Oblivion oder halt von Nerem. Und jetzt kann man mit dem Ding aber wahrscheinlich nicht mehr aufsteigen, ne? Nee, du brauchst irgendwas, eine höhere. Ja, eine höhere Position. Ja, danke schön. Achso, es steuert Sinn, sich tatsächlich wie so ein Flugzeug. Das heißt, nach unten drücken ist nach oben. Genau, wegen, weil du hast so ein Ruder wahrscheinlich. Dann weiß ich, warum ich voll in den Boden hänge. Kann man das umstellen? Seht ihr mich eigentlich? Ja, eine Luft. Oh. Ja. Das ist ja abgespacedes Teil hier. Versuchen wir mal unser Glück nochmal. Leider. Aber ich glaube, ich kann hier nicht ewig in der Luft bleiben. Eigentlich müsste ich ja immer tiefer sinken, laut der. Die Frage. Nicht, dass jetzt. Nee, ich sink immer ganze Zeit, ja. Ich muss. Okay, nein. Also. Versuch Nummer 2. Nein! Ich muss geschwindig. Nein, Hilfe! Also einfach die Klippe runterlaufen, ja? Ja, genau. Nichts drücken, außer halt einfach nur zulaufen auf die Klippe und dann. Was habe ich doch gemacht? Und man denkt, man läuft erst nur mit dem Teil, also aber nein, Hilfe, nein, Hilfe, Scheiße, hat nicht geklappt. Wo ist denn das im Inventar? Na. Oder lässt man das fallen? Okay, mal schauen. Meins ist schon wieder abgeschmiert. Das funktioniert. Hä? Hilfe. Komm, geh ans Meer. Nein. Immer noch eine Frage, wo ist das im Inventar? Nee, das wird nicht ins Inventar, das kannst du nicht ins Inventar tun. Nee. Ja, glaube ich mitnehmen, genau. Ja, ich hab mein Internet irgendwie verloren. Ich hab keine Ahnung, wo das hin ist. An der Felswand wahrscheinlich. Warum? Ich
Ich weiß auch nicht, bei mir hat es auch nicht funktioniert, keine Ahnung. Ich hab jetzt im Meer gelandet, blöderweise. Ah, oh Gott. Warte, du musst nach unten gucken. Nee, warte, ich hab nach oben geguckt. Warte mal, ich versuch mal, ob ich es zurück zum Lager schaffe. Nee, du singst, also zum Lager meinst du, ja, das kriegst du hin. Das aber du singst halt immer ein bisschen. Mal schauen. Also wir sehen uns im Lager, bringt irgendwas zu essen bitte mit. Oh Gott, sobald du irgendwas anderes machst, lässt es fein, okay. Horrorkleider einfach. Oder kommt der Endzweit mit dem Ding? Ja. Da kommst du ja, glaube ich, fest. Die halbe Insel. Buggy! Ja, so, ich hab's jetzt auch mal geschafft. So, jetzt wird noch ich. Ich bin vorher zu viele Kurven geflogen, deswegen bin ich ins Meer gekracht. Aussicht ist schon nett. Ja, läuft, ey. Du meinst, fliegt. Mega gut. Oder warte, nee, das ist schon schweben. So, kurz Ausdauer warten. Das ist eigentlich ganz schön fatal bei Gewitter, um das in Bewegung zu fliegen. Ich hab weiter W gedrückt. Ist egal. Oh Gott, ich komm viel zu schnell runter. What the ja, shit? Ja, das ist das auch so ein Problem. Landen ist ein bisschen. Okay, ja, lief so halbwegs gut, aber ich bin in der Holzhütte. In die Holzhütte gekracht. Ausgezeichnet. Oh nein! Ich hab das gleiche Problem wie ihr gehabt. Ja, okay, ich bin am Strand gelandet. Aber das Ding aus dem Meer holen ist ja absolut Krebs. Ja, das ist wirklich schlimm. Also du musst wirklich drauf achten, dass du, Okay. Man darf auch nicht weiter W dann drücken. Das war mein Problem. Ich glaube, das war auch Horis Problem. Ja, das ist auch mein Problem dann aktuell. Brauchst du dich in den Boden. Das ist auch mein Problem. Ich komme gerade nicht weg. Warte. Nee, ich habe mich direkt ins Meer reingebohrt. Obwohl, ich hab noch versucht, rechtzeitig S zu drücken. Es hat auch geklappt. Allerdings haben meine Füße dann das Wasser berührt und dadurch bin ich dann abgestürzt. Ich denke mal, dass das zum Strand treibt, das Teil. Also dann, aber man kann es ein bisschen anschieben, wenn du schwimmst. Ich hab's mal kurz anheben können und dann ein bisschen schwimmen können und dann ist es wieder. Was ist das denn hier, hä? The fuck? Okay, gut, jetzt ist es nicht mehr. Ich bin irgendwie kurz mal in den Boden reingebackt, dadurch habe ich das Ding irgendwie losgelassen. Nein! Okay, ich gib's auf, ich krieg's gerade irgendwie nicht hin. Okay. Wieso hab ich zwei Man kann auch von den kleinen Klippen starten, das habe ich jetzt eben nochmal so gemacht. Ja, Problem ist aber, ich hab's trotzdem nicht hingekriegt. Oh nee. Guck. Ach da, so. Krass. So. Sag mal, hab ich das Trinken verlernt? Wie trinkt man nochmal? E gedrückt halten. So. Das war noch nicht tief direkt genug. Direkt vor der Basis gelandet. Nein! Also ich lebe noch. Krass. Das sah sogar halbwegs elegant aus, das Landen. Ich habe mich nur im Boden festgefressen. Ja gut, immerhin verbraucht es keine Ausdauer. Das wäre mies. So, dann werde ich das Ding mal hier platzieren. Ah ja, hier. Okay, das kann jetzt etwas dauern. Hier haben wir nichts, von dem wir starten können, oder? Nee. Wir können es auf den Berg ansiedeln in der Mitte der Map. Naja, oder wir bauen einfach einen Turm, der hoch genug ist. Ja, ich glaube nicht. Wir wollen bei zu Let's Game Without rausgehen. Ja. Ich habe nur das Thumbnail von ihm gesehen. Ich hatte mir so, okay. Das ist hoch. Ja, ein bisschen. Aber legendärer Mann. Kelvin, altes Haus. Warte, du bist genauso, du bist älter als er. Ja. Achtung. Aber sieht gut aus, kommst gut rein. Ah, super elegant. Danke. Gleiter liegt hier, es geht's noch draußen. Hauptsache der Gleiter. Ja. wo habt ihr euren abgestellt? Ach, da. Hier drüben. Hier könnte ich es mal versuchen. Ich jongliere jetzt damit. Oh, herrlich. Ja. Ach, das ist Kelvin, der hier auf dem Stuhl sitzt.
Leute, ich komme. Ich fliege jetzt auch. Erscheinen reicht. Ich muss kurz zur Tür. Bin gleich wieder da. Nö. Nö. So, Leute. Hi. Ich komme. Wo soll ich am besten landen? Wie gehen wir geradeaus? Vor der Hütte? Geradeaus. Bis zum Baum, okay. Frag mich, ob ich... Oh. Das wäre... So, pass auf. So, oh, was haben wir denn hier so? Hilfe! Ach, daneben. Ich sehe ja nichts wieder hier. Wo habt ihr eure? Ach, ihr habt ja eure alle hier, okay. Ich sag's noch nicht. Oh, falsch. Hier war nochmal Licht. Mit welcher Taste? L? L, ja. L wie Licht, okay. Man, du kannst auch, wenn du die Taschenlampe irgendwie ausrüstest, dann übernimmt das auch für L oder so. Ich hab's nicht so. Ja, aber ich glaube, man muss das jedes Mal wieder machen. Ich hab meinen Speer verloren, als ich den versucht habe, auf Marine abzufeuern. Ich meine natürlich. Hast du das gehört, Buggy? Ich meine, als ich ihn aus Versehen losgelassen habe. So. Ganz aus Versehen. Ja, das war. Stoff habe ich nur. Schade. Das war ein Unfall. Ich wollte doch so eine schöne Lampe bauen. Was? Naja. So eine Lampe? Ach, ich habe gedacht, ich baue hier so eine schöne Schädellampen, aber ich habe nur einmal Stoff. Das ist ein bisschen. Naja. Schade. Ja, das ist scheiß Kleber. Ich hätte noch zwei Stoff. Wenn du haben willst. Mir fehlt Kleber. Ja, das ist, glaube ich, gerade ein bisschen Verschwendung, weil Stoff, glaube ich, braucht man auch so für wahrscheinlich sinnvollere Sachen, oder? Molotovs. Ich kann dir aber geben. Ich meine, du hast mir auch letztens auch so mal so ein Klebeband gegeben, also von daher hier. Wenn ich es finde, warte. Da, Stoff. So, ja, super. So, danke. Bitteschön. Wenigstens das Übergeben von Sachen viel, viel besser gemacht worden. Es war vorher einfach ultra nervig mit dem Tablett, der... Ja. Tablett, sie haben das mittlerweile gemacht? Ja, du kannst ja direkt auf jemanden raufklicken, ne, Rucksack, und dann kannst du jemandem direkt das geben. Ah, okay. So. Wollen wir mal schlafen gehen? Ja, es wäre vorteilhaft. Y für schlafen. Oh, ja, ich... Jetzt keiner die Hütte benutzt. Wir müssen auch zum selben Dings gehen, oder? Oder müssen wir, oder können weiß wir ich separat? Nicht. Weiß ich nicht. Da, die Schädellampe steht. Alle wollen schlafen. Spaggy, Schädellampe. Oh, warte, ich komm. Warte, irgendwer hat sich abgewandt von uns hier. Ach Gott, ich war's. Oh, auch jetzt sich abgewandt von uns. Nur weil er auf einmal jung ist. Und er sich das noch nicht leisten kann. Jung und schön. Wie sehe ich, oh Gott, Buggy. Wie die geparkt haben. Zwei hier. Ich glaube, Hiski ist der Einzige, der wirklich wie letztes Mal ausschaut. Oh. Frisch, jung, so. Unverbraucht. Genau, hier wollte ich mal kurz gucken. Ja, du siehst aus wie... Wer hat denn jetzt hier das Vogelhäuschen hingebaut? Ich war das. Ich wollte ja eigentlich eine Erweiterung bauen vom Haus. Ach so, ja, dann bauen wir das wieder ab. Wenn das für dich okay. Du kannst ja nur abnehmen, du musst es ja nicht, genau. Ja. Sehr schön. Ich schau mal gerade hier. Ach so, wir waren bei der endlosen Mauer, oder? Ein bisschen. Naja, jetzt müssen wir müssen nach unten hin abbiegen, okay. Jetzt ist es an der Mauer, auch gut. Wo ist eigentlich Calvin? Ich bin durstig. Hab ich noch was zu essen? Ach ja, am Morgen. Was ich mal jetzt unbedingt einblenden will, fürs Let's Play, die Memes, die Marina erstellt hat. Die waren super, ja. Die sind so super. Freut mich, richtig geil. Heider sei. Lass mir meine roten Flacken Punkte unten rechts. Buggy, du hättest wahrscheinlich dein Vogelhäuschen da hängen lassen können. Ach so. Ich habe jetzt eine andere Idee. Ah, ist egal. Jetzt hängt's an der Mauer. Wenn der Platz reicht, bin ich mir nicht sicher. Okay. Schmeiß mir das hin, genau. Wo sind denn die ganzen Holzstämme hin? Ach da, rollen sie runter. Entleeren. So. Ist das? Das sollte... Fischreuse. Ah, kannst du die andere Richtung anbauen? Ja, das wäre, glaube ich, besser sonst. Weil ich will die Mauer jetzt gerade in die Richtung hinbauen und dann ist das vielleicht da unvorteilhaft. Guck mal, wo ist Calvin? Da unten. Da.
Jetzt hat jeder von uns ein Häuschen. Alter, stell dich mal genau in die Holzstimme rein. Das wird man ja halt blind. Oh. Aber das ist, jeder von uns hat jetzt ein Häuschen. Doch, jeder von uns hat ein Häuschen. Kevin, wenn das klappt. Das du, cool. Folge mir. Ich verstehe jetzt. Wie in einem Ferien. Ferienlager? So, diese Ferienlager, ja. Diese Häuschen nebeneinander. Und Bootcamps. So, ich, ja, Bootcamps trifft das hier eher als Ferienlager. Bisschen Fisch hier ins Feuer, falls ihr Hunger habt. Ich hab alles. Ich hab Durst, ich hab Hunger, mir ist kalt, mir ist warm. Beseitige alles. Nee, warte. Du machst mal hohe Stämme. Boah, Leute, wir kriegen Besuch. Ja, schon wieder. Durch die Tür kommt der gleich, glaube ich. Einfach fallen lassen. Aber wenigstens durch die Tür. Da brüllt er schon. Es ist Mutant, nee, oder? Wo? Nee. Ich muss mal gerade einen Snickers essen. Er sieht nur besonders angemalt aus. Ja. Der soll mich nicht angreifen, ja? Ich muss mal gerade. Ist er reingegangen, jetzt klettert er wieder raus, super. Völkerverständigung, Junge! Da sei redet einfach aus dem Ferienlager, okay. Ich bin mal zurückgegangen, ne? Der sieht komisch aus. Der macht das kaputt! Ne, der darf das nicht kaputt machen, Junge! Tötet ihn. Ja, oder mich. Hallo? Hi. Ich bräuchte eine Wiederbelebung, danke schön. Ja. Nee, das kenne ich nicht. Tut er mir ist leid. Abgehauen. Jetzt haut er ab. Ja, genau, hau ab. Problem ist, dass man. Ich muss die sagen, die gerade gestorben ist im Kampf gegen ihn. Das Problem ist, in der Aufnahme sieht man einfach nicht den Chat. Das ist. Boah, Leute, ey, wir haben hier schon richtig viel abgeholzt. Ey, ob die nachwachsen, die Bäume? Wenn du die Baumstämme nicht rausreißt, ja. Weil ich stümpfe. Ich bin gespannt. Aber Medikamente gibt's hier weniger, ne? Als in Forest 1. Weil einfach wir noch so gut wie gar nichts gefunden haben an irgendwelchen Koffern oder so alles. Ich hab immer noch Hunger, Mann. Der hat jetzt 5 Riegel gegessen. Und ich weiß nicht, irgendwie haben noch ein Stück Fleisch. Der hat immer noch Hunger. Sind nicht so effektiv, leider. Boah, was wir alles an Holzstämmen brauchen für die Häuser. Ja, bist du des Wahnsinns. Ach, American Pie, 128 Stück. Ach, ja doch, dann sagt mir das was. Ja, wir haben Feuerholz hier, ne? Ich glaube, das machen wir heute bis 5:30 wahrscheinlich. Bäume fällen. So wie es aussieht. Wir kriegen Besuch, der gleiche Typ übrigens. Sicher, dass es nicht derselbe ist? Ja, derselbe, sorry. Der hat einen Zwillingsbruder, ja. Wieso krieg ich das Feuerholz hier nicht drauf? Ich brat mir mal einen Kopf, ich denke, das wird gut. Nein, das wollte ich so nicht. Hoppla. Passt! Buggy passt, nehme ich sofort. Oh, ich hab schon gedacht, ich zerstöre jetzt die Hütte, ey. Der sollte weiter links rumfallen. Und danke, dass ihr meine Hütten damit aufbaut. Ich hab gedacht, ihr macht bei der Mauer mit. Oh. Naja. Ja, oh, nein, nicht die Mauer treffen. Ey, das ist voll gut! Leute, kommt mal hier gerade her zur Tür. Ihr habt das genau das Richtige gemacht. Kommt mal her. Ich hab zwar nichts gemacht, aber okay. Ihr habt die Baumstämme so fallen gelassen, dass hier alles voll ist mit Baumstämmen und dieser Ureinwohner kam, gar nicht durchkam. Ja, der ist aber wo ist unsere Tür hin? Warum ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja. Toll, wer hat's kaputt gemacht? Der Ureinwohner. Kannst bestimmt. Das Dach ist auch kaputt, ne? Oder war das. Hä? Ich weiß nicht. Ist Freiluftdach jetzt einfach geworden? Ja, wer möchte die Hütte haben mit dem Sternenblick? Oh, unsere schöne Schädellampe ist leider auch kaputt. Ach, der Schädel, genau, der liegt auf dem Feuer, danke. Prioritäten. Naja. Sah trotzdem schön aus. Es ist eine Möwe direkt ins Feuer gelandet. Du. Nein! Jetzt bin ich im Feuer.
Oh. Puh. Wir haben fast 10 Minuten durchgehalten, ohne dass sich jemand geröstet hat. Das ist ein neuer Rekord. Naja, 25 ja. Minuten. Ah, 25 schon. Ist schon soweit. Ja, ich würde auch sagen, das war's mit der Folge. Vielen Dank. Nein, nicht doch. Ist doch nicht das rohe Fleisch, Mann. Ja, okay, dann beende ich nicht die Folge. Ist okay, ist in Ordnung. Doch, klar. Nee, bitte. Dann war es das für eine Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut auf jeden Fall auch bei Marina, Buggy Bird und Horry vorbei. Natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zur nächsten Folge. Cheerio. Ja. Ciao. Ciao.